Hallo, wir sind wieder da, natürlich mit ausgesuchten Top-Tipps, nur für Sie. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Programm mit einer Menge Fantasie. Erstmal richtig hinsetzen, ganz gemütlich machen. Lehnen Sie sich ruhig zurück und dann haben wir Sie. Vergessen Sie nun die Sorgen und den Alltagsstress, liebe Zuschauer. Sehen Sie nun eine weitere Variante der Abenteuer des beliebten Duos. Zwei Oberkörper, ein Gehirn. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Hör zu. Ihr müsst zuhören, da, ne? Der Minister fährt nämlich heute nicht. Er hat nämlich eine Chauffeuse engagiert. Ja, Nico vom Velvet Underground. Für unsere Toy-Tour. Und weißt du, was er mir als erstes Spielzeug in die Hand gedrückt hat? Hier, so ein 5,0. Ich hoffe, das ist Sprudel mit 5,0% Kohlensäure. Prostata. Ja, richtig. Prostata. Sehen wir uns gleich beim ersten Spielzeugladen. Auf ins Spielzeugland. Eine ideale Stätte der Zufriedenheit. Für Kinder und Erwachsene. Das ist schön. Super! Ja! Vorspann ab. Na denn, Prost! Prostata. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Wollen wir mal gucken, ne? Ey, meinst du? Ich komm der Nächste wieder angerannt. So, ich gönn mir heute eine neue Hütte hier. Wir treffen uns regelmäßig und wir spielen dann. Oder? So, für den kleinen Hunger zwischendurch gibt's auch jetzt den Weber Mini. Wie schön. Der Minister guckt sich gerade noch ein paar Nerf-Dinger an. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der ist. Er hat wahrscheinlich noch ein Geschäft zu tätigen, nehme ich mal an, weil er läuft andauernd raus zu seinem Wagen und holt irgendwelche Jacken raus oder so etwas. Er handelt ja mit Schmuck und mit Leder. Guck mal hier, was gibt's denn hier? Ja gut, das ist aber nix, ne? Der guckt gerade Nerf-Sachen. Ich guck mal nach Star Wars, was hier ist. Dann haben wir Kleinkinder bei uns in der Sendung. Deswegen haben wir ein bisschen Spielzeug vorbereitet. Oh ne! Gott damn it! Ja, jetzt wohl wieder Boba Fett sein, ne? Ein Glück. Ach, guck mal, Retro, warum 17 Euro? Was ist mit euch denn los? Jetzt kosten die auf einmal 18 Euro. Die kriegst du allerdings für 12 Euro. Das ist ja hier schon wieder, ne? Kaum zu glauben, aber wahr. Der Preis dafür zu hoch. Wäre schon schön. Das ist der einzige wieder. Guck mal, das ist der erste, die sie. Ach, guck mal. Ja, und so eine Weaver kostet jetzt nur noch einen Zehner. Die gehen aber auch schnell weg hier, die Dinger. Ne? Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich schau mal. Ne? Bis gleich. Sehen Sie selbst, was daraus wird. Spielzeug mit viel Spielwert ist in. Der Durst, Durst. Er hat auch Hunger, Durst. Dagegen gibt's was. Aber was erzähle ich Ihnen? Kehren wir zurück zu Thema der heutigen Ausgabe. Toys, Toys, Toys. Da weißt du, Minister wieder. Jetzt habe ich vier. Ja. Nee, die Piratenbraut, die hat sich auch schon Castle Grayskull gegönnt. Ich weiß gar nicht, wo das bei uns stehen soll. Ist ja, ne? Krass. Und sie nimmt das ja für Playmobil, das kommt ja noch dazu. Weil wir haben ja gar keine Masters-Figuren. Doch, drei habe ich. So, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Spiel. Schauplatzwechsel. In the place to be, also der nächste Platz. Comicland. Kaufe ich bestimmt auch nichts. Nein, wir gucken mal. Vielleicht finde ich ja noch einen Krieg der Sterne-Comic oder so. Und dann essen wir noch eine Currywurst und dann geht es weiter nach Bochum. Wir gehen da jetzt erstmal rein. I love toys. So, da wisst ihr genau, wo ihr im August hin müsst, ne? Zack. So, Lord Vader, let's go. Kommen Sie doch mal mit. Also ich sag mal so, an Vintage Collection hier, ne, teilweise carbonized. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Guck mal hier, oh, ein Emperor.
hier zwei verschiedene Modulooks, morgens und abends. Und unter der Woche am Wochenende. Geil wäre es, wenn es natürlich die ganzen hier Gliedmaßen auch noch dabei gäbe, ne? Von Reaction. Ja, der Minister hat mir das erklärt. Das sind ja eigentlich zwei Personen in einer. Ja, also, zwei in eins. Zwei Oberkörper, ein Gehirn, kennt er, ne? What? Zwei Oberkörper, ein Gehirn. I love toys. Jetzt wieder auf Tour. Elvis on Tour. I love toys. Der Minister, weißt du, der Minister, das Schwein, hat da wieder vor der Tür gekackt. War das nicht? Das kann ich mal. So, wir haben Sachen gekauft, guckt mal. Ja. Da und da. Star Wars. Und da. Ja, gibt's, könnt ihr beim Minister sehen, ne? Hier, Brüdelbeute, Beutedings. Ja, war schön im Comicland wieder. Habt ihr ja gesehen, ne? Ist schön, ist das da, muss ich sagen. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht's jetzt weiter mit Nummer 2, ne? Pinkata Tiralala. Prostata Tiralala. Oh ja, natürlich. Jetzt geht's auf nach Bokum, auch nochmal ins Toyland. Ich meine, da werden sie nicht viel anderes haben, aber wer weiß. Vielleicht haben sie ja was für einen Zehner und so, ne? Also hier, Comicland fand ich gerade sehr schön. Ja. Ich meine, da gab es eine Person, die hat natürlich fast alle 10-Euro-Figuren direkt aufgekauft. Aber ich hätte da auch nur eine von gebrauchen können und das ist nicht so schlimm. Und ich habe mir jetzt aber was geholt, was ich noch nicht habe. Und ich wurde auf so ein schönes Captain Future Special-Dings da aufmerksam gemacht. Das seht ihr dann auch nochmal bei mir und beim Minister, ne? Kennt er, ne? Okay. Schauplatzwechsel. So, wir sind hier, ne? Es ist wieder soweit. Parkplatz-Action hin und her, jetzt hier die große Wanderung. Ich mach mal so die Cam, damit hier kein anderer drauf ist. Warum ist das Bier eigentlich schon wieder leer? Hast du noch oder was? Ja, ich hab noch. Mister hat noch. Was, die Kassierer? Achso, das Schlimmste, ja. So, Hauptsache weg. Ja, ich weiß auch nicht, wer auf die bekloppte Idee gekommen ist, Alter. Ich zerfall zu Staub, Alter. Ey, gibt's doch nicht. Hier ist ein Zebrastreifen. Hier kann man doch einfach mal rübergehen, oder? Ja. Müssen wir eh stehen bleiben, die Affen. Ich finde es ja, das ist ja unglaublich. Wie kann man auf dem Samstag zum Einkaufen fahren? Das ist ja total bescheuert. Hier ist alles voll mit Autos, Alter. Überall Menschen unterwegs. Das habe ich das letzte Mal in den 80er Jahren in der Dortmunder City erlebt. Da gab es die City noch. Weißt du, Osten-Westen-Hellweg, alles voller Geschäfte. Jetzt ist ja nichts mehr. Ich habe gehört, der Russmann macht jetzt auch zu auf dem Hellweg. Nichts ist mehr das, wofür man es einmal gehalten hat. Herzlich willkommen im Ruhrpark. Ja, ich frage mich nur, wo ist die Ruhe? Ich wollte ans Wasser, Alter. Sonne scheint. Oh, guck mal, da wird's geil. Da wird's richtig geil jetzt. Oh, jetzt aber schon. Gleich fängt es nämlich richtig an zu suppen, Alter. Ich habe schon wieder Durst. Jetzt hat er mich mit 2 Gallonen hier heiß gemacht. Und jetzt, ach so, wir sind wieder bei Schmidt-Toys übrigens, ne? Wieder hier, I love Toys und so, da. I love Toys. Töre, töre. Guten Abend, wir sind hier im Ruhrpark geboren bei Schmidt-Toys. Der sich, wie er selbst sagt, am liebsten in seinem Forschungslabor aufhält. Der 500 kleine Jungen gefangen hält und sie zu unermüdlichem Klavierspiel zwingt. Schaut euch nur meine Gänsehaut an. Der DSD muss sich aber, glaube ich, nochmal die Hände waschen. Der hat ganz schön dreckige Footform. Willst du dir jetzt mal bitte die Hände waschen? Ist okay. Ist mir gerne recht. Ich muss erstmal Hände waschen, weißt du, von dem ganzen Bier in der Hand hier und so. Ich glaube, da kommt Bier raus.
das fehlt mir noch. Und nun zu unserem nächsten Beitrag. I love toys. Meine Damen und Herren, hier noch ein kurzer Hinweis. So. Falls du Masters-Figur haben möchtest, besonders greifnah für Kinder auch da oben. Lässt sich nur durch freiwillige Selbstkontrolle im Elternhaus erreichen. Hör mal, das ist hier ne, wie an der Fleischtheke. Guck mal hier, kriegt der Sterne wieder. Da haben wir den Scout wieder. Aber, 17,99 ist echt happig, ne? Und so ein Tamagotchi R2D2 hätte ich ja auch Bock drauf. Kostet aber irgendwie, weiß nicht, 12 Euro oder so. Nee, ich habe genug R2s, die überleben auch bei mir. Ja, hier ist ja gar nichts, ne? Ja, dasselbe wie vorhin im, wie heißt das, Toys, hier Smith Toys. Und ja, nö. Also Comicland war top, weil hier die Preise, nö. Und vor allen Dingen, Alter, die Leute, die stehen hier, Alter, gefühlt 100 Meter an der Kasse. Als wenn die wieder nur eine Kasse hätten. Hier ist die Hölle los. Weißt du, ich bin eh schon wieder aufgeregt. Ich könnte ihn noch schnauzen, unter dem Penner, ey. Wie gut, dass alles nur ein Spiel ist. Verehrte Zuschauer, wo können Sie Wissenswertes erfahren, Überraschendes erleben, über originelles Staunen? Hier. Und wir freuen uns sehr, Ihnen heute diesen Wunsch erfüllen zu können. So, Ministro ist wieder dabei zu experimentieren. Und wir sind hier in der Experimentierabteilung. Sollen wir nicht sowas mal ausprobieren? Ja, bitte. Schön sowas. Wer stellt seine Wohnung zur Verfügung, wenn er irgendwie die ganze Scheiße an der Decke klebt? Weil wir können ja das hier nehmen. Ein Schritt in die richtige Richtung, doch noch viel zu halbherzig, meinen wir. Ja. Hier nochmal gucken, Kristalle. Das war hier mein Parfüm. So. Ich nehme das Schönheitslabor. Ach, guck mal, Hexenexperimente. Das ist natürlich auch schön hier, ne? Heute machen wir Flummis. Jetzt kauft er echt Flummis. Jetzt kauft er echt Flummis. Unter unser Sonnensystem. Okay. Nicht geeignet, bla 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 bla. Anlesung. Nicht geeignet bei Bierkonsum. Meine Meinung, lasst es sich doch probieren, wenn es machbar ist. Genau. Aber wie wär's denn, wenn wir mal Biokosmetik antesten? Ja, was gegen meine Augenringe wäre schön. Ja, da muss ich einfach aufhören zu saufen. Hier schon ein kleiner Vorgeschmack. Ich muss mir meine Fingernägel noch lackieren. Oh, guck mal, ich habe was für die Piratenbraut gefunden. Ein Piratenschatz. Also wenn man eine Schatztruhe aufmacht. Und springende Gummibälle. Toller Spaß und fertig ja. In 3 Minuten. Oh. Den finde ich aber auch schön hier, ne? Pharaonenschatz. Gold. Wie soll man nun feststellen, ob man einen Schatz gefunden hat oder nicht? Ich kann keine Hieroglyphen lesen. Schade. Was habe ich als Kind alles gelesen? Ich weiß es nicht. Ey, ich schwöre, was es alles gibt. Ich komme hier gar nicht weg. Guck mal hier. Fruchtgummilabor. Schmeckt toll. Stelle deine eigenen Gummibonbons in 2 verschiedenen Sorten und die sind sogar vegan. Das ist mir ja egal, aber... Ja. Krass. Gibt's das auch mit Salzlakritz? Ich würde gerne mein eigenes Salzlakritz herstellen. Ich meine, das muss man dann testen, das ist auch schon hart, ne? Kostet auch ein 12er, ja, 13 Euro. Was ist denn da drin? Fruchtgummilabor? So, Minister und ich werden demnächst mal auf Metallsuche gehen. Das ist doch wohl optimal. Liebe Zuschauer, die Suche nach einem legendären Goldschatz steht im Mittelpunkt. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Guck mal hier, ein Metalldetektor. Oh, oder? Ich bräuchte einen Plastikdetektor, dann würde ich über Spielplätze laufen. Däusenmüllkippe und Spielplätze. Ja, ja, dann die ganzen Spielzeuge ausgraben. Ja, das stimmt. Das ist das Ziel. Aber fleischfressende Pflanzen finde ich auch sehr schön. Hat der Dose mir mal geschenkt. Ich glaube... Versuch es mit Natur. Jetzt aber kommen wir zu... Zeit für die Freude und das Spiel. Action und Abenteuer. Muss alles drücken. Was ist hier? Hier geht nichts. Geil. Und hier ist auch noch was. Pass mal auf, hier gibt's auch noch was. Kaum eine Ruhepause. Boah. Wollen wir beleuchteten Kopf mitgeben?
Geil. Action am laufenden Band. Global Action. Liebe Zuschauer, kommen wir nun zu unserem nächsten Beitrag. So, hinter Gittern. Wir werfen mal ein paar Bälle. Quitters. Spiel macht Spaß. Jetzt haben wir ja wieder was entdeckt, hat das Frauchen gar nicht gesehen, glaube ich. Dann noch ein technischer Hinweis. Das ist schön, dass es für die Kinder auch eine Rodelbahn gibt, nur geht die sehr steil ab da hinten. Na, da kann man als Kind locker runterrodeln, das ist super. So, war schön bei euch. Tschüss. Ja, jetzt sitzen wir hier, weißt du? Die Weibsen einen Pott am Suchen. Wir Hunger, kein Bier. Nee. Und ja. Und Lost in Bochum. So. Wir sehen uns gleich in Dortmund wieder. Tschüss. Oder beim nächsten Bier. Mal gucken. Hier gibt's auch keine Bude, weißt du? Nee. Wer von uns wünschte sie sich nicht bisweilen? Schlimm. Ja. Ich muss mal so halten, bevor wir hier die ganzen Jugendlichen filmen, ne? Also hier rennen ja. Chili-Cheese-Pommes. Mm. Ach so. Meinst du, die haben auch eine. Wie heißt das? Eine Currywurst? Wir gucken gleich mal, wenn die Begleitung da ist. Ne? So, bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, wir warten immer noch. Vinicius hat gerade das Snake Mountain entdeckt. Neueste Bilder. Und direkt rechts neben uns ist hier Currywurst. Chili-Cheese-Pommes. Die werden wir uns gleich mal schön einverleiben. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob es noch was wird. Wir können nur warten. Ja, ich wollte eigentlich heute hier rein, aber nee. Bin zu groß. Schade. Ich möchte die natürlich auch nicht vor meiner Haustür haben. Tatsächlich? Oh, da müssen wir gehen. Minister, weißt du? Ja. Ich habe den Rucksack voller Spielzeug, also sein Spielzeug, und er hatte den Rucksack voller Bier. Das ist auch ihr Mittel, um die Menschen zusammenzubringen und als Team fast unschlagbar. Ein Manifest einer vertrauensvollen Kooperation. Freunde, Nachbarn, Landsleute. Freunde, die sich prächtig unterhalten. So, Prostata, Tiralala. Prostata! Schauplatzwechsel. So, jetzt schön zu Fuß gelaufen, vom Auto hier hingelaufen. Ich weiß nicht, was ich rede. Ja, ein ganz toller Text, den wir da wieder haben. Achso, der hat noch gar nicht hier. Merk, jetzt gehen wir ja noch mal in die Stadt. Jetzt. Oh, ich dachte, ich krieg's in die Fresse, weißt du? Ich habe gerade. Ich hatte drauf gehofft. Ja, ja, ich weiß. Wolltest du mir schön ins Auge spritzen, ne, du Arschloch, Alter. So, ich bin ja, ebenso. Na denn, Prost. So geht's in der Stadt. Kurz müllern. Nicht müllern, sondern müllern. Und all you can meeten und keine Ahnung was. Und Sie sind sicher genauso wie ich gespannt auf den Schluss. Ach so, und vielleicht im Hangout noch ein Bierchen trinken, wer weiß. Schauen wir mal. Ich glaube, es regnet. Sonne ist vorbei, ne? Weil Borussia spielt gleich. Dann wisst ihr genau, wann, wie, wo, wie, was wir unterwegs sind. So, jetzt nochmal all you can meet. Ne? Und ja. Dann gucken wir. Und 100 Takte Gitarre gibt's hier, 1000 Takte Gitarre gibt's hier auch übrigens. Da. So, und jetzt nochmal schnell zum Hangout. Ach, guck mal, da stehen sie noch. Sie sind noch gar nicht im Stadion, Alter, die Affen. Da ist er wieder, der Heroinspritzer, Alter, weißt du? Müssen wir mal gucken, Totschlager. Fertig. Da. Auf dem Klo, ihr F***. Und wisst ihr was? Wenn wir heute noch mehr Schwatz sehen, dann gehen wir ins Domino-Studio. Word. Falls ihr jetzt auf irgendwelche Ideen kommt, bitte. Schauen Sie morgen mal rein. Vielleicht sind Sie oder auch Sie dabei. Oder der eine oder der andere Ihrer Freunde und Bekannten. Ja, Spielzeug gucken, ne? Spielzeug gucken. Guck mal, der Minister, ich zeig euch den mal, der filmt auch wieder. Wir sehen uns in 2 Sekunden wieder. Bis dann. Ja. Wir sind nämlich hier die Kamera-Army. Hauptdarsteller, Autor, Regisseur und Produzent in einer Person. Oh hier, das blöde Kind. Da gibt's gar nicht, ey. Ja, beide noch. Vader kostet 34 Euro. Ich denke gerade, wir hatten vorhin eine Kiste gepackt, das war das Kind.
ich werde ohne Scheiß, immer wenn das anfängt, denke ich mir, ich hätte 3 Sekunden. Kann der nix oder was? Hier ist ja gar nichts dran. Let's go. Ja. Gut, damit kann ich eh nichts anfangen. Hier hat sich nichts getan. Vielleicht bei Playmobil. Aber das seht ihr dann auf einem anderen Kanal. Auf einem neuen. Demnächst. Ja. Oh, oh. Ich schwöre dir, die wären noch günstiger, Mann. Ja, so, und ich mach jetzt Godzilla und reiß das alles ab. Ich mach das Wie sie es nur immer wieder machen, wie können wir es uns nur immer wieder ansehen? Unvorstellbar? Nun. Wir sind immer noch auf Toy Tour. Was war ich jetzt? CD Andri? Ach, noch einen Film geholt. Und zwar Young Sherlock Holmes. Hier, wie heißt er denn? Young Sherlock Holmes. Ich hab es gleich. Young Sherlock Holmes. Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Da, wo nämlich Watson diese Sahnetörtchen und so, weißt du, die werden alle lebendig und fressen ihn und er frisst die. Aber was ganz anderes. Hier, DJ Hero. Nein. I love toys. Chuchu, chuchu. Ende der Spielzeit. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und sehen uns sicher wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss. Bis zu den nächsten Highlights.